Jo Freunde, willkommen zur 19. Ausgabe des Podicast. Wir sind wieder hier und heute mal wieder mit einem Podcast, der ganz im Zuge des ersten Podcastes ist, den wir mal veröffentlicht haben. Vor schon über 2 Monaten ist es jetzt her oder schon länger, ne? Wie lange ist es jetzt her, dass wir mit dem Podcast? Gefühlt 2 Jahre. Ich weiß es gerade auch. Gefühlt 2 Jahre. Jedenfalls haben wir heute uns wieder 3 Dinge rausgesucht, die der andere nicht kennt und die stellen wir uns gegenseitig vor, beziehungsweise heute geht es halt um Mysterien, die wir persönlich nicht am liebsten aufgelöst haben wollen. Das heißt, so die Mysterien, die uns am meisten aktuell interessieren. Natürlich jeden interessiert, was das One Piece ist, aber ja, das ist so quasi der grundlegende Faktor, mit dem wir uns beschäftigen. Auch die kurze Ankündigung noch kurz dazu, und zwar nächste Woche Montag wird es einen Stream geben. Wir haben ja gesagt, alle 5 Ausgaben machen wir einen Stream, wo wir dann vermehrt auf eure Fragen eingehen, und deswegen nächste Woche Montag kommt ein Stream, die 20. Ausgabe, demnach quasi das. Und ich würde sagen, ich lasse dir gerne das erste Mysterium. Boah, geil. Kannst du dir greifen. Also, man muss erstmal sagen, Leute, One Piece lebt davon. Und deswegen habe ich gedacht, deswegen, das ist ein geiles Thema einfach nur. Sich 3 Sachen rauszusuchen, was. Also, er weiß jetzt auch nicht, was ich gepickt habe. Und ja, ich fange einfach an. Also, ich habe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ey, wir haben bestimmt ein paar Sachen gleich wieder. Ich weiß jetzt. Also, ich habe ein paar obvious Sachen genommen. So. Ich habe hier auch. Vegapunk stehen. Vegapunk ist für mich ein Charakter, ey, ich finde, das ist so ein Mysterium, der schon so früh angekündigt wurde in One Piece. Immer wieder, das Genie ist hunderte Jahre voraus, ist wahrscheinlich auch, also für mich auch, war ja auch in dem Unsterblichkeitsvideo auf meinem Kanal, wo du auch dabei warst, war der auch halt dabei, weil wahrscheinlich hat er sich auch zum Cyborg umgebaut und so, ist jetzt auch unsterblich, hat irgendein Wissen. Und bezüglich Teufelsfrüchte finde ich so interessant, weil Teufelsfrüchte sind ja auch mit eines der größten Mysterien in ganz One Piece. Dass der sich so gut damit auskennt und so lange geforscht hat und einfach genau weiß, wie er was in Gegenstände transferieren kann und so. Das ist richtig, richtig verrückter Typ. Und wir wissen gar nicht, wie er aussieht. Wir kennen nur so Silhouetten, wo er auf Caesar getroffen ist oder wo er da Kuma umbastelt. Deswegen ist auch immer videotechnisch, wenn man ein Video über den macht, richtig schwer, was einzublenden, weil es gibt halt nichts so. Es gibt nur Fanarts und man kann sich halt so seinen Teil denken. So. Ich habe immer, wenn ich an ihn denke, so irgendwie so ein Dr. Gero im Kopf, so ein bisschen, ich weiß nicht. Deswegen keiner, ja, irgendwie, man muss sich den ja irgendwie vorstellen. Ja. Und also ich bin gehypt, weil das auch, dass Frankie in seinem Labor war, da war und vielleicht, weiß ich nicht, wo er ist überhaupt. Ist er. Er wird irgendwo sein, in einem riesen Labor, in irgendeinem Forschungsinstitut irgendwo, wahrscheinlich in der Red Line bei der Weltregierung oder so, weil er arbeitet ja auch für die Weltregierung. Aber wo ist das Riesenlabor? Ist das vielleicht auf einer extra Insel nochmal oder ist es vielleicht wirklich da oben irgendwo in der Red Line drin oder irgendwo wirklich direkt bei der Welt? Das ist die große Frage. Ich finde das eins der geilsten Mysterien. Was hältst du von Vegapunk? Ja, also erstmal, ich habe es nicht mit aufgeschrieben. Nice. Ist aber ein sehr, sehr nicer Punkt. Und zwar Vegapunk, ich finde ihn richtig, richtig geil. Ich muss aber sagen, es gab so ein bisschen diesen Moment, wo immer so eine Vegapunk-Erfindung kam. Beispielsweise so ein Spandam, der zum Beispiel so ein Schwert benutzt. Also Fangfried heißt das, glaube ich, ne? Ja. Wo dann halt eine Zoan-Elefantenfrucht in dem Schwert war und man denkt sich so, boah, krass, und dann hat man gemerkt, ist nicht so heftig. Oder als Beispiel die Pazifista und die waren dann so, boah, ist das heftig, so auf dem Sabaody-Archipel einfach die fucking Endgegner und dann 2 Jahre auch auf dem Sabaody-Archipel so One-Hit-Kanonenfutter. Also da fand ich immer so seine Erfindungen, die er gemacht hat, die waren immer voll krass, aber waren dann auch relativ schnell wieder outdated, könnte man sagen. Und jetzt gibt es aber das, was es für mich so interessant macht, diese Situation, wie Fujitora mit Green Bull im Garten sitzt in Mary Jor und sagt, Vegapunk hat etwas erfunden, was die 7 Samurai nutzlos macht. Und das muss ja richtig krass sein, weil die Pazifista zum Beispiel, man hat ja gesehen, dass Ruffy nach einem Timeskip mit einem Schlag einen Pazifista fertig machen kann, oder auch ein Sanji oder auch ein Zoro kann das genauso, und demnach könnte auch jeder von den 7 Samurai das. Das heißt, da war ja schon klar, dass diese Erfindung nicht den Hauch einer Chance hätte, die 7 Samurai zu kompensieren. Aber jetzt sagt ja Fujitora, dass es eine Erfindung gibt, die einfach die 7 Samurai nutzlos macht. Und wenn man jetzt mal überlegt, da ist ein Edward Weevil, der so stark sein soll wie Whitebeard, Mihawk, der sich legendäre Kämpfe mit Shanks geliefert hat und so. Also, das alles aufzuwiegen, das muss was Krasses sein, was der da im Repertoire hat. Deswegen, darauf freue ich mich. Also, dieses Mysterium Vegapunk, wie er aussieht, was er für eine Art von Mensch ist und so, das finde ich auch interessant, aber ich finde auch seine nächste Errungenschaft. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr geil. Ey, weißt du, was auch krass ist? Also, er war ja auf Punk Hazard mit seiner Crew damals, das habe ich voll vergessen, das hätte ich jetzt gerade gar nicht erwähnt. Und er wurde ja da festgenommen, weil er den Bauplan des Lebens
ich glaube, so war es, ich muss es nochmal nachlesen, aber so war es, den Bauplan des Lebens rausgefunden hat. So, weißt du, durch seine Forschung und so, den Bauplan des Lebens, so wurde es gesagt. Und dann wurde er festgenommen. Also, was könnte das sein? Also, das ist auch so interessant. Also, der Bauplan des Lebens, ist das vielleicht was mit Unsterblichkeit eventuell? Also, ich finde das so interessant. Also, das war der Grund dafür, dass die Weltregierung ihn dann festgenommen hat, beziehungsweise, dass er alles dicht gemacht hat. Und ihn, dann hat ja das Caesar übernommen und so. Aber der Bauplan des Lebens, was glaubst du, was ist? Glaubst du, das hat mit Unsterblichkeit zu tun oder mit irgendwas anderem oder so? Also, man muss ja sich vorstellen, die Weltregierung hat ja davon dann erfahren und hat ja dann Vegapunk direkt verhaftet. Also das war ja so eine Furchtreaktion. So. Also er war ja damals so wegen illegaler Wissenschaften, das war ja dasselbe, was auch erst bei Caesar der Fall war. Und dann haben die ihn ja so aus Furcht verhaftet. Und für mich ist das so ein Teaser, der vielleicht auch in die Richtung gehen könnte, was die fünf Weisen so lange leben lässt, weißt du? Also nicht, dass der Blauplan des Lebens direkt ist, okay, man ist unsterblich, man, egal was passiert, man kann nicht sterben, sondern einfach, man kann so den natürlichen Sterbeprozess, also das Altern, einfach sehr, sehr lange und sehr weit herauszögern. Und dass dann halt die fünf Weisen demnach Angst bekommen haben, dass viele Leute dann die Kraft bekommen, die eigentlich nur ihnen vorbehalten ist. Das könnte ich mir vorstellen. Stell mal vor. Also, das wäre halt echt heftig, weißt du? Wenn dann auch, weil es wäre auch ein enormes Druckmittel, wenn dann als Beispiel die fünf Weisen irgendwie zu Vegapunk sagen, ey, das kannst du nicht machen, und Vegapunk dann einfach nur so stumpf sagt, ihr solltet mal lieber aufpassen, dass keiner euer Geheimnis erfährt. So. Weil vielleicht, ich meine, wenn es einen Bauplan des Lebens gibt, dann gibt es vielleicht auch einen Plan, um das wieder rückgängig zu machen, weißt du? Deswegen, also. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch. Das ist ein geil. Also. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es gibt, ja, bei Fullmetal Alchemist muss man halt auch für den Stein der Weisen Menschen opfern letztendlich, so, weißt du? So äquivalenter tauschmäßig, dass es auch sowas gibt für die Unsterblichkeit, dass man dafür, ja, so Leute opfern muss. So ein bisschen Big Mom-mäßig, die muss ja auch letztendlich die Lebenszeit entziehen, vielleicht, das, weißt du? So eine Art, gibt's irgendwas, ja, was Vegapunk rausgefunden hat oder sonstiges. Das, ey, ganz ehrlich, Oda meinte ja auch meine FPS, dass hier bezüglich Teufelsfrüchte aufgeklärt werden, wenn ein bestimmter Wissenschaftler auftaucht, und das ist ja auch Vegapunk so. Und allein deswegen, sein Auftritt, ich glaube auch, er ist so nicht, er ist kein Bösewicht so, weißt du? Das ist auch das Ding. Ist so ein, ist ein spannender Charakter, weil er auch kein klassischer Bösewicht ist, weißt du? Er war ja quasi mal einer von den Bösen. Also der hat einfach das gemacht, worauf er Bock hatte, bis er dann halt so unter den Dienst der Weltregierung ist. Aber das hatten wir auch schon mal irgendwo thematisiert. Man darf ja nicht vergessen, so ein Forscher, der braucht ja allerlei Materialien und Ressourcen und also so alles, was man dafür braucht. Und das ist halt unglaublich aufwendig, teuer und sonst was. Und also für ihn ist es ja nur von Vorteil. Ich meine, der kann forschen, woran er will, hat wahrscheinlich unbegrenzte Geldmittel, unbegrenzte Ressourcen, tausende von Menschen als Versuchsobjekte, die er da easy peasy nutzen kann. Also der lebt da das Highlife eines jeden Forschers, so weißt du, und das noch legal. So. Das heißt, für ihn ist es ja auch nur von Vorteil. Also kann ja keiner was anderes quasi behaupten, weißt du? Und das ist für ihn schon cool. Ich sehe auch gerade, habe ich das noch richtig im Kopf? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ob es so war, aber wurde nicht auch mal, das ist doch auch noch gar nicht so lange her, wo gesagt wurde, dass neben Vegapunk davor quasi Ben Beckman der schlauste Mensch von allen war? Ja, also, es war noch ganz am Anfang von One Piece, glaube ich, noch so East Blue Saga. Da hat er da gesagt, dass Ben Beckman der Schlauste sein soll. Ich weiß nicht, ob er da schon an Vegapunk gedacht hat oder so. Oder ob das vielleicht nur auf den East Blue bezogen war. Das muss man vielleicht nochmal fact-checken. Achso, ich sehe es gerade. FPS zu Band 8. Also gut, das ist schon, ich sage es noch gar nicht so lange her. FPS zu Band 8 bestätigte, dass Ben Beckman zum damaligen Zeitpunkt der intelligenteste Charakter der ganzen Serie war. Heftig. Aber da sieht man aber auch wieder, das Zitat, was ja Kuma zu Vegapunk gemacht hat, ist, dass er sagt, dass das menschliche oder das wissenschaftliche Verständnis befindet sich heute auf dem, von ihm befindet sich auf dem Stand, wo die Menschen erst in 500 Jahren sein werden. Das ist halt krass. Das erklärt ja auch, warum es so moderne Technologien auf einmal gibt, so weißt du. So in diesem Gebilde, wo ja eigentlich eher so Kanonen und Säbel so alles bestimmen in diesem Piratenzeitalter. Und dann kommt bei ihnen auf einmal so ein fettes Labor, so, wo so voll die Gerätschaften stehen und so. Das sieht man ja auch, oder hat man ja auch schon in Punk Hazard gesehen, bei diesem Labor, wo Caesar gearbeitet hat. Da stehen auf einmal so voll die heftigen Gerätschaften, die gar nicht in dieses zeitliche Gebilde passen. Und auch, dass er die Teufelsfrüchte von Momo selber noch, also die künstlichen Teufelsfrüchte kommen auch von Vegapunk. Die sind nicht immer von Caesar. Alle da sagen, das kommt von Caesar. Die erste hatte letztendlich
Also, das ist auch, es kommt auch aus Vegapunks Feder, die Erfindung. Das hat letztendlich nur Caesar Crown ja, kopiert. Okay, mach mal weiter, ey, sonst kommen wir nicht voran hier. Mach du, hau du mal einen raus. Ja, also wie gesagt, Vegapunk kann man noch ewig drüber reden. Eigener Podcast vielleicht irgendwann mal. Mein erster Punkt ist, der ist so classic. Und zwar der Schatz von Mary Jo, dass der in der Lage ist, die Erde aus dem Gleichgewicht zu bringen. Warum? Ich finde, der Schatz von Mary Jo an sich ist interessant, wenn man so sagt, ja, auf Mary Jo ist ein krasser Schatz und bla bla bla. Aber das, was es für mich so interessant macht, ist einfach, wie Doflamingo es präsentiert. Wie der da in Impel Down sitzt und so sagt, ey, wenn ich das Geheimnis ausplünder und ausplauder und Magellan beschützt du mich vor den Assassinen, die kommen werden, um mir quasi den Chaos zu machen und so. Der teast das so geil an und natürlich so ein Joker, der das so heftig da anteast, der macht schon Lust auf mehr. Und deswegen, wir haben ja jetzt auch im Reverie-Arc so ein ja, so komische Sachen gesehen, die so auf Mary Jo existieren. Deswegen, ich weiß nicht, der Schatz von Mary Jo, der ist richtig interessant. Also so eine der Sachen, die ich am ehesten erfahren wollen würde. Klar, natürlich so als erstes würde man wissen, was das One Piece ist. Das würde man natürlich am liebsten wissen wollen. Aber so der Schatz von Mary Jo ist so ganz, ganz, ganz dicht auch dahinter. So. Hey, bei mir das auch. Ist also so ich habe es, also eigentlich habe ich es auch genommen. Ich habe ihm, also ich habe aufgeschrieben, ihm Summer und der große Strud im Keller. Was ja eigentlich, ja, eigentlich könnte, also ich will es jetzt nicht gleichsetzen, aber es war ja, es wurde ja beim Reverie-Akt so angeteased, wirklich. Also, da hat Doflamingo in Impel Down das nochmal angeteased, der Schatz von Mary Joa und bla, sie wollen mich jetzt hier assassinieren von oben heraus, so. Und dann kam das mit dem vereisten Strud im Keller von Mary Joa, was eigentlich uns sofort suggeriert und sofort zeigt, dass das ist der Schatz von Mary Joa, dieser große vereiste Strud. Und deswegen, ich habe es auch aufgeschrieben, ich fand das, ey, das ist so. Ich weiß noch, als das Chapter rauskam, wo man so komplett vom Kopf gehauen war, so, hä? Irgend so ein random Charakter im Keller, ein vereister Strud und niemand. Und dann dieser Strud, ja. Und niemand aus der gesamten Community von One Piece, niemand hat sich daraus einen Reim gemacht. Sogar heute noch. Heute kann sich keiner daraus irgendwie eine schlüssige Theorie rausstricken. Es macht vorne hinten keinen Sinn. Warum denn ein großer vereister Strud, auch noch groß und dennoch vereist und dann, hä? So, es macht, ja, und dennoch mit den Steckbriefen davor, ihm sag mal, was? Das ist so komisch. Ja, oh, ich habe gerade auch so, man merkt so voll das interessante Thema, man will so direkt was dazu sagen. Ja, ja. Also ich finde das auch so geil, weil eigentlich, man muss sagen, egal was passiert in One Piece und egal wie unrealistisch das ist, es ist bei den Millionen Fans, die One Piece hat, nur eine Frage der Zeit, bis einer ein Forum schreibt, ey Leute, schaut mal Seite 13, ganz unten links, Chapter 534, da sieht man schon das und das, so weißt du? Und dann hast du so eine Parallele und denkst dir, ah ja, stimmt und so, aber hier hast du gar nichts, hier hast du einfach gar nichts, so weißt du, da weißt du, nichts. Einfach, das ist so geil und ich frage mich, wenn halt wirklich, also man hat ja mehrere Tore oder mehrere Eingänge gehabt und in einem davon lag der Strud. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass in den anderen noch andere Sachen liegen. Die Sache, die ich mich frage, ist, natürlich, man weiß nie, wie weit Oda im Voraus etwas bestimmt, aber eigentlich hätte es ja nochmal so eine, es wäre ultra geil, wenn man mal gesehen hätte, dass zum Beispiel Shanks auf Ruffys Strohhut in Dressrosa so richtig komisch reagiert oder schon vorher im Punk Hazard oder so, weißt du, dass er so richtig komisch reagiert, so mäßig so, der Strohhut kommt mir doch bekannt vor oder irgendwie sowas, so ein kleiner Teaser, so, weißt du, dass er sowas schon andeutet, das wäre Hammer gewesen, sowas hatte man halt gar nicht, deswegen ist halt die Frage, wie viel weiß, Doflamingo davon, weil er ist ja schon seit Jahrzehnten quasi nicht mehr da gewesen. Und wie viel kennt er davon? Kennt er alle Tore oder kennt er nur eins? Oder weiß er grundlegend, wofür die Sachen da sind oder so? Deswegen, das weiß man halt nicht so genau. Und das, finde ich, macht es halt so interessant. Also dieser vereiste Strud, ne? Vor allen Dingen, das Ernüchternde ist ja auch, dass man weiß, dass die nächsten 20 Jahre gefühlt das auch nicht mehr aufgeklärt wird, weißt du? Ja, das ist das Ding. Und was soll die OP-OP-Nomie damit einen so krass? Weil das war ja auch noch das Ding, was Doflamingo irgendwie meinte, ne? Das mit der OP-OP-Nomie und das Wissen von dem Schatz von Mary Jo oder so, dass man damit irgendwas der Überficker wird. So, was hat das damit zu tun? Also, ich kann mir dann, es ist zu krass einfach. Sind es Relikte aus, also natürlich, man kann sich Theorien da aus den Finger ziehen, so, die vorne und hinten, also null Hand und Fuß haben. Das kann man machen, so, dass die Strohhüte da, dass jeder damals den Strohhut getragen hat aus dem verlorenen Königreich und dass die Weltregierung die ausgelöscht hat, so, und die einfach alles, was damit zu tun hat, so vertuscht und die Sachen und die Artefakte von dem Königreich da ja versteckt, so, aber
Oh, ich habe keine Ahnung, das ist alles so weit hergeholt und auch, gibt es Meeresströte oder warum stand da denn auch, warum stand Imsama? Erstmal ist Imsama männlich, weiblich, man weiß nicht, es sieht so weiblich aus von der Silhouette und es klackert so beim Gehen so und ich weiß nicht, ist es die Mutter von Ruffy, das ist auch eine Theorie, weißt du, das wäre auch krass, so der Haupt, so der Oberhaupt der Weltregierung, Bösewicht überhaupt, ist so die Mutter von Ruffy und Revolution, auf der anderen Seite ist der Vater von Ruffy, wäre irgendwie auch krass, obwohl es ein bisschen weird wäre, wenn Imsama irgendwie weiblich wäre, würde ich finden, dann warum stand Imsama mal mit den Steckbriefen von, ich glaube, ja, es war Blackbeard und Ruffy, ne? Stand er vor, ja, aber war das... Also, Vivi war kein Steckbrief, ja, aber was hat man gesehen? So ja, das war oben, aber was war unten vor dem vereisten Strohhut? Weißt du, was ich meine? Da gesehen? Da hat man Ruffy gesehen, auf jeden Fall. Den Steckbrief von Ruffy. Ja, und dahinter noch ein, so, weil man nicht weiß, welcher das ist, so. Also, stand Imsama mit, also, mit auch daran zu denken, so, dass Ruffy eine Gefahr ist vor diesem Strohhut und hat Ruffy auf dem Steckbrief mit dem Strohhut, den er auf dem Steckbrief auf hat und den vereisten Strohhut irgendwie in Relation gesetzt, beziehungsweise daran gedacht, muss ja irgendwie so sein, ne? So, und dann natürlich Blackbeard als oberste Gefahr und noch Vivi, so, die drei starten wahrscheinlich zur Debatte, wer ist am gefährlichsten, einer davon wird ausgelöscht, irgendein Licht, so, und dann letztendlich ist es auf Vivi gefallen, so wie es aussieht und ich glaube, einer davon wäre es gewesen. So, es hätte auch genauso gut auf Ruffy fallen können. Ich weiß es nicht, wie Imsama das entscheidet. Und was hat das? Das ist so geil einfach. Ey, der Reverie-Arc. So, wir haben gedacht, wir kriegen ein paar Sachen aufgelöst. Wir sehen Green Bull und so. Auch das, wir sehen Green Bulls Silhouette. Wir erfahren, dass er 3 Jahre nichts gegessen hat, was noch mehr Fragen aufwirft. So, weißt du? Es ist einfach noch mehr Fragezeichen letztendlich. Vor allen Dingen so jeder Satz im Reverie-Arc, der so von relevanten Personen kam, direkt so auf 20 Ebenen voll wichtig. Wie zum Beispiel auch gerade das mit Fujitora, was wir gesagt haben, so weißt du, dass er, das ist so ganz am Rand so ein Satz, so ja, Vegapunk hat noch eine Erfindung, die macht die 7 Samurai nutzlos, so weißt du? So, und man, und es wird einfach so nicht mehr thematisiert, da kam kein To be continued nach dem Satz oder so, so ein krasser Cliffhanger, da war einfach so, ja, okay, nächste Szene, so. Und das ging die ganze Zeit so, also der Arc an sich natürlich Hammer. Und deswegen halt auch Schatz von Mary Jo, eins der interessantesten Dinge, die wir so erfahren. Finde ich auch. Und mit Imsama, was ist da jetzt kurz von, ich habe Imsama mit aufgeschrieben zu dem großen vereisten Strohhut, weil diese Szene einfach für mich komplett auseinandergenommen hat. Was glaubst du ist mit, was glaubst du ist Imsama? Geschlecht oder? Ja, allgemein, meinst du überhaupt Mensch? Wesen, Teufel oder schieß mich tot, du gibst doch die ganzen Ideen. Ja, ich glaube schon, dass er, ich hoffe, dass er ein Mensch ist. Also, ich fände es auch okay, wenn er irgendwie sowas komplett abgespacedes ist, aber ich glaube oder ich hoffe es irgendwie, dass er so ein normal Dude ist, dass wenn der enthüllt wird, man sich eine wahre Person an der obersten Spitze des, ja, der gegnerischen Fraktion sieht, weißt du? So, wenn das so irgendwie so ein komisches, komplett mysteriöses Wesen wäre, was man gar nicht, ich hoffe, auch wenn man die Silhouette nicht mehr sieht, sondern die wirkliche Person, dass dann Oda nicht reinscheißt und dann so den Shogun-Move macht und so einen Gegner, der richtig krass sein könnte, so komplett eklig aussehen lässt, weißt du? Ja, das stimmt. Das ist ja auch so einer der Kritikpunkte, den One Piece hat, dass ganz, ganz viele Gegner so durch Körperproportionen oder Gesichtsformen und so viel lächerlicher aussehen, als sie eigentlich müssten, so. Und das fände ich bei Imsama schwierig. Also ich hoffe einfach, dass der Badass aussieht. Mehr Wünsche habe ich nicht. Ob Frau oder Mann ist mir auch kackegal. Aber ey, eine Frau wäre halt ein krasse. Im Anime, ich weiß, man soll jetzt auch gerade aktuell der King-Debatte, dass die Flügel geändert wurden und sonstiges. Und auch, ich glaube, von Queen wurde ja auch die Haarfarbe geändert oder so. Ist auf jeden Fall das Ding mit Imsama mit den roten Augen, so, wo alle gedacht haben, das sind doch safe, diese gelben Falkenaugen. Aber es waren einfach die sind einfach rot im Anime dargestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt für voll nimmt, so. Aber sowas hatten wir auch noch nicht. Diese Art von Augen, so, wir haben das, glaube ich, in blau gesehen bei Cavendish und einmal in gelb, so, weißt du? Und, ja, bei gelb halt auch bei Mihawk und so, aber jetzt diese Augen mit diesem Kreis, so, dann in rot komplett, so. Alter, das wirkt schon krass, also ich bin echt gehypt, so, ich freue mich auf jeden Fall auf Imsama. So, jetzt habe ich meinen ja auch schon rausgehauen jetzt. Dann soll ich einfach den nächsten machen. Ich habe Ursprung der Teufelsfrüchte noch so. Wir haben zwar schon einen eigenen Podcast darüber gemacht, so über, also komplett, ich glaube, der ging auch über eine Stunde oder so, das war ein Riesending. Aber ich finde das halt auch noch eins der interessantesten Dinge, so einfach allgemein Teufelsfrüchte. Also, was? Das ist ja wirklich die magische Kraft, so. Haki ist ja Willenskraft, so, das kann man sich erklären, das ist so. Die Prise Magie, beziehungsweise Wille, der sich manifestiert in halt Rüstungshaki oder sonstiges so. Aber Teufelsfrüchte sind ja wirklich auch
Schatz der Meere. Und warum wird man schwächer, wenn man Meereswasser berührt? So, was hat es damit auf sich? Oder Kairoseki und Teufelsfrüchte, wo kommen die her? Die sind ja irgendwo entsprungen und wir wissen gar nicht, wann war der erste Zeitpunkt, wann wir eine Teufelsfrucht gesehen haben auch. Weißt du, was ich meine? So, es gab ja, kann man das zeitlich zurückverfolgen? Wann war der erste Teufelsfruchtnutzer so in der Zeitlinie von One Piece? Wann haben wir den gesehen? So, wer war der erste so? Weil es gab ja aus der alten Ära, ich weiß es gar nicht, wen gibt's da so? Jetzt so aus dem Stegreif. Wann war die erste? Ja, okay, wir haben Shiki bei Episode Zero gesehen, aber davor, kannst du dich noch erinnern, davor irgendwie? Es ist echt, echt interessant, so, wann war die erste Teufelsfruchtnutzung? Ja, so. Man weiß ja auch nicht, wann zum Beispiel ein Whitebeard oder so seine Frucht gegessen hat. Ja, und wann war die vorigen Nutzer von der Finsternisfrucht und sonstiges, muss ja auch irgendwo gewesen sein. Ja, ja. Sowas ist interessant. Das muss man sich mal vorstellen, das finde ich auch interessant. Letztendlich kann man ja, also wenn man einfach komplett drauf scheißen würde, was mit One Piece nach Ende von One Piece passiert, man könnte einfach locker 100 Jahre einfach mal vorgehen, wo dann jede Teufelsfrucht neu verteilt werden könnte und da nochmal eine Storyline machen. Hm. Vor Gold Roger, vor Big Mom, vor Whitebeard und so und könnte da noch einen Spin-Off draus schließen. So, wenn man es so macht, dass die Teufelsfrüchte da auch schon da waren, könnte man machen. Oder überleg mal, aber nach Ruffy, ja? So 200 Jahre nach Ruffy und so diesen ganzen Geschehen. Ja. Also, ey, wie geil das wäre, wenn man dann so, dann siehst du jemanden mit der Gum-Gum-Frucht auf einmal, der auftaucht. Das wäre so ein Hype-Moment. Ja. Überleg mal solche Momente, wie krass Ultra. Das wäre. Ey, das Ding ist, soll ich dir was sagen? Ich hatte letztens, off-topic, es wird wieder off-topic, obwohl so off-topic ist es gar nicht. Ich hatte letztens mit Raffi und Kage, haben wir über One Piece Videospiele gesprochen. Man kennt ja Pirate Warriors so ein bisschen durchprügeln und Burning Blood, so 1-gegen-1 Kämpfe. Und dann haben wir auch das angesprochen, da hast du auch schon mal mitgeschnackt, wo es darum ging, so ein Open-World-Spiel zu haben, ne? Ey, man bräuchte nur so ein Spiel, was so 50 oder sogar 60, 70 Jahre nach den Geschehen von One Piece spielt, wo alle Teufelsrüchte wieder neu verteilt sind, weil alle schon gestorben sind, so, weißt du? Und es gibt vielleicht nur noch so ein, zwei Charaktere wie so Corby oder so, die noch so ganz jung sind und jetzt halt ganz alt, so, weißt du? Ja, ja. Und dann hast du so eine eigene Storyline, wo du deine eigene Crew aufbaust und es gibt alle Teufelsrüchte noch und so. So ein Open-World-Spiel mit so High-Budget, ey, das wäre so geil. Aber das ist komplett off-topic gerade. Es ist scheißegal, ob off-topic ist. Das ist der Traum eines jeden One Piece-Fans. Also, kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Ich habe das schon so oft dran gedacht. Also überleg mal, also man hat das, jeder von euch, jeder One Piece Fan hat daran schon mal gedacht. So an den, du wählst am Anfang Marine, Pirat, eigene Crew, kannst dich entscheiden. Also eine freie Welt, die du besegeln kannst mit Inseln und du kannst auch random generierte Teufelsfrüchte finden. So, aber ganz, ganz selten kannst dich entscheiden, ob du sie isst oder handelst und dann dir ein besseres Schiff kaufst. Du kannst, das wäre so geil. Vor allen Dingen, stell dir mal vor, du kannst halt wirklich, du bastelst dir so, also createst dir so richtig geil mit allen Accessoires, die es irgendwie in One Piece gibt, kannst du dir so deinen eigenen Charakter erstellen und dann kannst du entscheiden, pur Haki-Nutzer, so beherrscht alle Haki-Arten komplett gut, so früher die Rüstungshaki oder so, oder eine Teufelsfrucht oder welche Art von Teufelsfrucht, oder du kannst sogar entscheiden, ob du ein Schwertkämpfer sein willst und so, und dann baust du so deine Crew zusammen und du kannst auch wirklich so entscheiden. Als Beispiel, du kannst Teufelsfrüchte finden in dem Spiel und dann kannst du entscheiden, ob du sie ein Crewmitglied gibst oder ob du wirklich darauf pokerst, dass du noch eine andere Teufelsfrucht findest und so. Weißt du? Ja, ja. Boah, das wäre so, ey, das wäre der Dream, Freunde. Also auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von so einem Open World One Piece Spiel. Ja, ich weiß auch nicht. Würdet. Also ich will jetzt nicht One Piece Games haten und das ist jetzt auch für ein bisschen off-topic, aber es gibt einfach keine geilen One Piece Games. Das ist Fakt. So, Pirate Warriors ist ungefähr, macht eine Stunde Spaß. Oder ich weiß nicht, also für welche, die nicht extrem viel zocken und auch nicht so heftig die Ansprüche haben und so, für die ist das manchmal, ist guter Zeitvertreib. Aber also faktisch, Leute, wenn man die Fakten auf den Tisch legt, objektiv das Ganze versucht zu betrachten, nicht als One Piece Fan die Fanboy-Brille abnimmt, ist das echt klar, da ist nichts verhindert, das ist alles Dreck. Also wirklich, auch World Seeker, ganz ehrlich, also. Ich hab das, es ist, meiner Meinung nach, ist es das beste One Piece-Spiel bis jetzt, so, aber das ist halt kein Prädikat, was man sich wünscht, so, weil es nichtssagend ist, Leute. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, überleg mal, man muss ja auch an der Stelle gestehen, dass zum Beispiel Naruto mit Ultimate Ninja Storm bewiesen hat, dass es auch richtig geile Anime-Spiele gibt. Ey, das ist so gut, Kampfsystem, alles Story, Quicktime-Events, Cutscenes und so, das ist richtig geil und,
Ja, ich weiß nicht. Also ich würde mir so ein richtig heftiges One Piece Spiel echt wünschen. Also ich fand auch Pirate Warriors hat irgendwo Spaß gemacht. Ja, aber natürlich. Auch nur, das macht nur Spaß, weil du halt mal die Kräfte des Charakters ausprobieren kannst. Ich meine, dass man mit einem Whitebeard-Schlag da 1000 Menschen wegprügelt in Pirate Warriors, natürlich macht das Spaß, aber das hat nichts mit der Game-Mechanik zu tun oder mit den Können der Entwickler, wie die das umsetzen, sondern einfach mit dem Charakter, den ich aus der Serie kenne und selbst steuere. So, ja, weißt ja, du? Das ist das Ding. Deswegen, das ist halt echt so ein bisschen... Also, deswegen, Open-World-One-Piece-Spiel, wo richtig viel Budget drin steckt, würde ich. Und das Ding ist, es gibt ja Lizenzspiele, für so ein Spiel würde ich, würde ich locker... Ganz ehrlich, stell mal vor, es gibt so ein Traum-Open-World-Spiel von One Piece. Ey, also, man kennt ja immer diese... es ist so off-topic gerade, was hier passiert. Man kennt ja immer diese Anime-Disc oder so, wo so 4 Folgen einfach mal 50 Euro kosten oder so eine Scheiße. Ganz ehrlich, für so ein Traum-One-Piece-Spiel würde ich auch locker 500 Euro blechen. Wenn du, stell dir mal vor, du kannst 100 Stunden One-Piece-Open-World-Spiel spielen, was so groß ist wie, keine Ahnung, Witcher oder sonst was. Und hast da einfach deinen Spaß. Das wäre Hammer. Das wäre geil. Wie gesagt, Naruto hat es bewiesen. Und ich weiß nicht, so ist auch so ein Lizenzspiel, ist okay, Spider-Man ist zwar ein bisschen massentauglicher, obwohl eigentlich gar nicht, ey. One Piece ist das größte Ding überhaupt, aber Alter, Spider-Man hat ja auch bewiesen, dass es geil ist, so. Also, dass es geht so. Ja, weißt auf du? Jeden. Deswegen, okay, komm. Was war das Thema nochmal? Ursprung der Teufelsfrüchte, genau, also, ja. Ich weiß nicht, also wir haben darüber halt schon extra Podcast gemacht. Hast du noch irgendwas beizutragen bezüglich Teufelsfrüchte? Schaut euch den Podcast an. Nein, Spaß. Also Teufelsfrüchte ist halt ein riesiges Thema. Aber finde ich, ist auf jeden Fall ein Punkt, den man nennen muss, weil es einfach der wichtigste Fakt in One Piece ist so. Teufelsfrüchte. Alles dazu. Das ist so wichtig für die gesamte Geschichte, deswegen gehört es auf jeden Fall mit rein. Jetzt habe ich ja noch 2 Punkte hier stehen. Du hast noch 2, dann bist du erstmal dran jetzt, ja. Ja, du hast doch gar keinen mehr jetzt, oder? Alter, du hast mir echt alles rausgenommen hier. Okay, ich hab nichts mehr, scheiße. Nee, du hast gerade gesagt, ich mach mal den nächsten. Ja, komm, stimmt. Okay. Okay. Also der zweite Punkt, den ich habe, ist das dunkle Geheimnis der Weltregierung in Bezug auf die wahre Geschichte. Also das, was Gold Roger quasi herausgefunden hat und was so, der Plot-Twist ist, so das, was sie, diese hunderten Jahre, die da, also dieses Jahrhundert, was da fehlt und so, und all diese Geschichte, die wie die Weltregierung entstanden ist, wie so dieser dunkle Ursprung kam, was die Weltregierung alles für Dreck am Stecken hat und so, finde ich auch schon interessant. Aber, also es ist ein kleiner Punkt, aber ich finde es schon geil. Das ist so, ich glaube, das ist halt alles, also ich will nicht sagen, das ist ein kleines Stück, aber das ist halt eines das Riesenmysterium, was gelöst wird. Also ich glaube, das Dickste ist halt das One Piece. Was ist das One Piece so? Aber das gehört dazu, weil die Pornoglyphen zu entschlüsseln und ich glaube, das One Piece rauszufinden, das gehört dann. Ach, ich setze das immer so ein bisschen mit Attack on Titan Keller Reveal gleich so, ohne das jetzt zu spoilern, aber ja. So ein bisschen so stelle ich mir das vor, dass wir dann auch erfahren, was passiert ist, so und also was in den verlorenen Jahrhundert passiert ist, mit dem verlorenen Königreich, denke ich mal, wo das verlorene Königreich jetzt ist, wo ich denke, das wird Raffel sein, also die Ruine des verlorenen Königreichs und so. Und ich glaube ja immer noch, das verlorene Königreich, das sind die Birker, also die vom Mond kamen, also das Birker-Mond-Königreich, dass die ausgelöscht wurden, dass die auch die Teufelsfrüchte mitgebracht haben, so eine Art kann ich mir das alles irgendwie vorstellen, in meinem kleinen One-Piece-Gehirn, aber es kann natürlich auch alles anders kommen, so, weißt du. Und aber warum auch die Weltregierung, dass es unbedingt so vertuschen will. So, das Ding ist, sie hätten ja damals, vor 800 Jahren, die einfach auslöschen können, so, oder auch das verlorene Jahrhundert, so, was ist denn so krass, dass das heute niemand mehr erfahren darf? Und wer das weiß, wird sofort umgebracht, so. Das ist was kann denn so gefährlich sein, so? Ist das so, wenn die Leute das wissen, dass sie sofort in die Barrikaden springen und eine Rebellion gründen und die, ist das so krass? Also, es muss ja dann so krass sein, wenn die das mit allen Mitteln irgendwie vertuschen wollen, so, weißt du? Vor allen Dingen, man muss sich ja mal vorstellen, wenn man sieht, wie zum Beispiel, also wenn man jetzt mal zum Beispiel bedenkt, wie Doflamingo an Dressrosa gekommen ist, so weißt du, einfach so das Ganze gesammelt, so das ganze Geld und so und dann einfach so den König und seine Soldaten mit Fäden gesteuert, um die Bewohner, Kinder, Frauen und so abzuschlachten. Ey, sowas ist ja es hört sich doof an, aber sowas ist ja ein Softporn gegenüber dem, was die Weltregierung vorher abgezogen haben muss, weißt du? Ja. Wenn das so rauskommt, also das muss so heftig sein. Ich stelle mir an der Stelle auch vor, wie, es ist so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel an Su denkt, wo sich dann die Minks so aufgereiht haben und quasi,
erzählt haben, dass sie Rai so die ganze Zeit gedeckt haben, weißt du? Und alle sich quasi geopfert haben für ihn und die Ultra-Verletzung eingesteckt haben und so. Und dann sieht man ja diese Szene im Manga als auch im Anime, wo so die ganzen Ströte so voll geschockt gucken, weil es halt einfach voll der heftige Reveal ist. Und das ist ja nichts, wirklich nichts im Vergleich zu dem, was da passiert. Also wenn die Charaktere, die Strohhüte oder andere Charaktere das erfahren, oh, das ist pure Gänsehaut, ey. Allein daran zu denken ist schon Gänsehaut-Moment. Das ja, ist ja so geil. Das ist halt echt, ey. Ich finde es richtig nice. So, also einen hast du noch. Okay, warte, lass mich schätzen. Also, wenn ja. Okay, Ratestunde wieder. Wette von mir geht raus. Wenn du den Punkt beim First Try errätst, donate ich dir im nächsten Stream 100er. Wow, juhu! Alter, okay, warte mal, ciao. Also, warte mal, wäre das das Geheimnis der zwei Teufelsfrüchte gewesen mit Blackbeard, dann hättest du das, glaube ich, rausgehauen, wo wir Teufelsfrüchte. Oder? Warte mal ganz kurz. Warte. Ist es das? Nein, scheiße, ja, ich verkackt, ey. Wieso habe ich nachgefragt? Okay, scheiß auf die 100 Euro. Okay, komm, ich gebe dir noch einen Try. Oh, warte, jetzt schwanke ich zwischen Shanks Kraft oder Kusan. Ich gehe auf Shanks Kraft. Nein. Ja, cool. Shanks Kraft. Ich hab's tatsächlich aufgeschrieben. Echt jetzt? Ja, ich schick dir im Teamspeak. Ja, ich schick dir im Teamspeak den Review. Oh mein Gott. Ich schick's dir als Beweis. Ich hab's dir aufgeschrieben. Welcher One Piece Fan will das denn bitte nicht wissen? So, weißt du? Oh shit, Digga. Schatz von Mary. Ich hätte nicht sagen können, dass du noch eine zweite Chance hast. RIP. Schatz von Mary Jaw, Digga. Dann dunkle Geheimnis und Shanks wahre Kraft. Der Punkt hier ist der folgende, Leute. Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Was soll man machen? Alter, krass. Ist doch scheiße. soll ich lieber warten, bis wir in Hamburg im Kino sind und dir das Geld bar geben? Ja, Mann. Oh, Mann. Alter, ey. Wie krass. Ich hätte es wirklich fast auf Kusan getippt. Aber das wäre so random. Ja, ich hab's auch gerade, wo du so gesagt hast, so, Shanks Kraft oder Kusan. Und ich so, bitte nimm Kusan. Oh man. Wäre das jetzt so ein 10er gewesen, wäre mir egal gewesen, aber so ein 100er, weil ich gerade so dachte, es gibt 1000 Möglichkeiten. Ja, es gibt ja echt unendlich Sachen so, ey, krass. Ja, ultra. Es gibt so viele Sachen. Na gut. Der Punkt hier ist nicht, also Shanks Kraft im Sinne von, okay, wir wissen, sein Haki ist krass, sein Königshaki ist das Heftigste, was es gibt, sein Observationshaki ist auf dem Level von Katakuri, er ist ein heftiger Schwertkämpfer, hat das Schwert Griffon und so weiter und so fort. Der Punkt, den ich meine, ist, jeder Charakter hat ja irgendwas, was ihn noch so auf so eine andere Ebene bringt. So, also wenn man sich mal Big Mom und Kaido und Whitebeard und so anschaut, die haben ja alle so irgend so ein richtig krasses Merkmal, was die halt so auszeichnet, wie sie halt so stark sind. Und Shanks wird ja nicht einfach nur Königshaki haben oder einfach nur mit einem Schwert gut umgehen können. Der wird ja auch irgendeine Technik beherrschen, irgendeine Attacke beherrschen, die komplett alles auseinanderreißt. Und das finde ich interessant, weil das, was wir wissen, dass sein Königshaki krass ist und dass sein Observationshaki krass ist und auch sein Rüstungshaki und auch, dass er ein heftiger Schwertkämpfer ist mit Griffon, das ist ja alles keine Theorie, das ist ja Fakt, so. Und deswegen finde ich es interessant, welche Technik er beherrscht, womit er das so umsetzt, weißt du? Was ihn so auf dieses Kaiser-Level bringt. Ja, ey, das Ding ist, ich hoffe, ganz ehrlich, so wie es auch in der Vivre-Karte jetzt gezeigt wurde, dass er keine Teufelsfrucht hat, so. Das ist wirklich, weil es geht ja, er stand damals im Wasser und was hätte er auch für einen Grund dann noch, zu dem Zeitpunkt war er ja schon Kaiser, das wissen wir auch neuerdings. Also zu dem Zeitpunkt war er schon richtig krass. Er war schon Kaiser, er war schon einer, wenn nicht sogar der Stärkste überhaupt, wo er Ruffy da gerettet hat und so. Da stand er im Wasser und hatte keine Teufelsfrucht, so, das wissen wir. Was hätte er denn danach noch für einen Grund gehabt, eine Frucht zu essen, wenn er eh schon der Überheftigste ist? Also es wäre eigentlich, es ist total egal gewesen. Deswegen glaube ich, also ich bin eigentlich fest der Überzeugung, dass er keine Teufelsfrucht hat. Und das ist auch einfach klüger, wenn man jetzt mal sieht, dass Big Mom theoretisch da die Seestandhandschellen, dass sie die aufgehalten hätten, so. Sie konnte nichts mehr machen. Sie musste bitten um Kaido, um Kaidos Leute, dass sie da freimachen und so. Und überleg mal, als Teufelsfruchtnutzer, als Kaiser, du bist einfach, theoretisch kann man dich easy one-hitten, so. Oder Kaido, wenn er ins Wasser fällt, tot. So, er ist ja kein Fischmensch, so, er kann sterben, so. Shanks kann wahrscheinlich einarmig noch durch ein Kahnbelt schwimmen, so, so wie Rayleigh, weißt du? Also, das war auch krass. Durch den Kopf, einfach krank. Ja, es ist halt, also man muss sich ja mal vorstellen, Shanks gleicht, das muss man sich jetzt echt mal überlegen, es gibt vier Kaiser, also Ruffy jetzt mal außen vor genommen, man hat Blackbeard, der die
Finsternis kontrolliert, eine ganze Stadt in eine andere Finsternis-Dimension einsaugen kann und wieder ausstoßen kann, Teufelsfrüchte annullieren kann und mit seiner Bebenfrucht, die er jetzt hat, die Kontinentalplatten und sowas verschieben kann oder so diese Seeplatten, die, wie es auch Whitebeard auf Marineford getan hat, und einfach Beben erzeugen kann und Seebeben, die riesige Tsunamis haben. Das ist zum Beispiel so Blackbeard. Da hast du Big Mom, die Lebenszeit entziehen kann, Seelen entziehen kann, eine ganze Armee damit erschaffen kann und einfach tausend andere Kräfte, wenn man jetzt Prometheus und Zeus hat und so. Und Kaido, der ein fucking Drache ist, der einfach auf einer riesigen Entfernung eine ganze Burg wegfetzen kann ohne Probleme und so. Weißt du, und dann hast du so einen Shanks. Und Shanks ist also so ein normal, also so ein Typ, der normal groß ist, normale Körperproportion, ein Schwert, ein Arm. Und der ist irgendwie genauso krass wie die anderen, so, weißt du? Und da denkst du dir so, hä? Also, das ist halt so geil. Das ist so geil. Ja, das Thema. Ich finde es auch nice. Auch so, er ist einfach mein Lieblingscharakter, was eigentlich ist das so eine Kinderantwort, wenn ich ehrlich bin, so, weil man weiß ja nichts über ihn. So. Er hat zwar die geilsten Momente, aber was hat er denn? Wir wissen fast nichts über ihn, nur so Kleinigkeiten. Und deswegen, er ist trotzdem mein Lieblingscharakter, weil er einfach die geilsten Momente hat. Von vielen ist er der Lieblingscharakter, der jetzt gerade noch lebt. Oder es ist einfach, ich weiß nicht, seine Kraft. Ich kann mir vorstellen, also, wir müssen auf jeden Fall kurz darüber reden, über diese Zeitreisegeschichte, so, dass er irgendwas eine Zeitfrucht hat oder die Zeit beeinflussen kann. Boah, war ich eine Zeit lang ein bisschen überzeugt von so, aber bin ich jetzt ganz ehrlich ein bisschen von abgekommen. Ich glaube ganz ehrlich, er ist nur der absolute Haki-Spezialist und kann mit seinem Königshaki einfach, ja, vielleicht gibt es auch so individuelle Fähigkeiten für Königshaki-Nutzer. So, ja, gibt es da jetzt ein Beispiel für? Es ist ein bisschen schwer, ja, also man kann halt Schaden anrichten, aber was kann man noch? Vielleicht gibt es Königshaki-Arten. Ja, also für mich auch immer noch eine der besten Theorien. Shanks strahlt sein Haki nach außen und macht damit materiellen Schaden. Ist ja auch das, was zum Beispiel Katakuri und Ruffy gemacht haben, als denen ihr Haki aufeinander geprallt ist. Oder Whitebeard hat auch Königshaki. Und da gibt es ja die Theorie, hat es für seinen Körper nach innen genutzt und damit seinen Körper über das Limit hinausgebracht. Und in dem Moment, wo er so gedampft hat, bevor er bei Blackbeard, kurz bevor er gestorben ist, war sein Haki quasi alle. Und deswegen ist er da fast zusammengebrochen und hat Blut gespuckt und dann gestorben. Weißt du? Ja. Dass er quasi sein Königshaki genutzt hat, um seinen Körper über das Limit hinaus zu benutzen. Weil ich meine, man darf ja nicht vergessen, man hat ja einfach einen Teil seines Kopfes verloren und hat trotzdem weiter gekämpft. Das ist ja nicht normal, egal ob du Whitebeard bist oder nicht. Aber wenn du den Kopf verlierst und in deinen Bauch zwei Löcher hast, die so groß sind wie dein Arm. Ja, die so sogar nochmal schwierig. So, die wurden ja nochmal ausgebrannt, so komplett. So Ja, und vor allen Dingen auch tausend Schwerthiebe und so in Arme und Beine und überall. Deswegen, das ist nicht menschlich und da ist so eine Erklärung dafür, wie man es lösen könnte. Mhm. Also ich find's cool. Ja, und dann, ich weiß nicht, also Shanks, ein klassischer Schwertkämpfer ist er nicht, weil wir haben jetzt neuerdings auch erfahren, dass die Klingen von krassen Schwertkämpfern sich auch schwarz färben. Und er hat zwar immer mit Mihawk gekämpft, so auf einem Level. Und Mihawk ist aber der stärkste Schwertkämpfer, deswegen kann man eigentlich daran sagen, okay, der ist stärker als Shanks, aber nee, also das würde ich nicht so sagen. Ich würde nicht sagen, dass Shanks ein klassischer Schwertkämpfer ist. So. Also ich würde sagen, er ist so viel Schwertkämpfer wie Roger einfach so. Weißt du, hat einfach eine Klingenwaffe dabei, kämpft aber auch viel mit Tritten, mit Schlägen. Ich weiß nicht, jetzt hat er ja nur noch einen Arm, so kann wahrscheinlich nur noch, ja, weiß ich nicht, aber ich will ihn einfach mal in Action sehen, so, weißt du, einfach mal. Ja, wie einfach kämpft, mal sehen, wie er einen Kind einen Arm abschneidet, ja. Das will ich. Ey, das muss einfach so krass sein. Digga, für so einen Moment, wo als Beispiel, Kid ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber so ein Supernova-Charakter vor Shanks steht, so sagt, ey, ich fordere dich heraus, ich stürze dich oder so, Shanks dann nur ihn anguckt und dann wirklich so, entweder so Hunter-Hunter-mäßig mit so einem Erzähler oder einfach nur so ein stiller Moment, keine Musik, sonst was, und dann einfach nur so ein Einschnipsen, zack, und Arm weg oder so von Kid, weißt du? Ja, ja. So. Und Shanks steht aber noch so an derselben Stelle. Man kennt ja dieses Typische vom Anime, dass er das Schwert gar nicht rauszieht, sondern nur so ganz leicht aus dieser Schwertscheide rauszieht. Und dann gibt es so einen kurzen Cut, der Arm ist weg und dann ist das Schwert schon wieder in der Schwertscheide drin, obwohl er es gar nicht gezogen hat. Cut im wahrsten Sinne des Wortes, meinst du? Ja. Oh, das wäre, ich würde das so feiern. Ja. Also, da geht das Fanherz einfach auf. So ein Shanks in Action. Ich glaube, wenn ich das Chapter aufblätter,
wo Shanks einen krassen Kampf hat, Digga, da heule ich. Da heule ich. Da kommen wirklich die Tränen. So, das Ding ist, was war schon auf Reverie? Das ist auch so eine Sache, die, also Mary Jo, das Pangaea Castle ist ja oben auf der Red Line. Da kommst du ja nicht so leicht hoch. Wie ist er da hochgekommen? Der ist ja auch ungesehen ist hochgekommen. Okay, also ich kann mir schon vorstellen, dass der so einen Skywalk drauf hat. Dass er da einfach eine Audienz, ja, aber dass er auch einfach so eine Audienz da bekommt, so ohne Probleme, weißt du? Ja, ja. So, es ist ja Reverie-Arc und in der Reverie geht es ja darum, dass die Weltregierung sich gut präsentiert von den Königen des Landes und dann kommt da einfach mal ein Kaiser reinspaziert, um so eine Audienz mit den fünf Weisen zu haben. Ich meine, wenn der gesehen werden würde, wäre das so der größte Image-Schaden, den du kriegen kannst. Ja. So, ach, die Konferenz war eigentlich an sich ganz gut, aber eine Sache fand ich ein bisschen komisch. Da ist mir doch tatsächlich Shanks auf dem Flur begegnet, so weißt du, das kannst du halt nicht bringen. Ja, also, weil das Ding ist, er hat deswegen, ja ein Kopfgeld, er hat das höchste Kopfgeld von den Piraten, so wie Shanks. So. Also, und dann, also dass dann die Weltregierung, wenn er schon da ist, also er ist ja sozusagen schon, also er ist ja dahin gerannt zur Weltregierung. Also, ja, vor allen Dingen, glaubst du, dass sie ihn, also das ist jetzt auch mal interessant, Shanks sitzt bei den fünf Weisen, ne? Er hat das höchste Kopfgeld von allen Piraten. Haben sie ihn wieder gehen lassen, in Anführungszeichen, oder haben sie ihn angehört und wieder gehen lassen, als Zeichen des Respekts, weil Shanks ihnen vielleicht auch mal irgendwann irgendwie geholfen hat, oder die einfach, also als Zeichen des Respekts lassen ihn, sie ihn wieder gehen, weil sie wissen, was Sache ist, oder haben sie ihn gehen lassen, weil sie wissen, wenn wir jetzt einen Fight starten, stirbt hier die Hälfte aller Leute, so, weißt du, so mäßig so, das ist es nicht wert. Ja, ich glaube, das ist es, weil die haben ja auch gesagt, es ist, weißt du nicht, dass gerade die Reverie stattfindet oder so? Ich glaube, die wussten ganz genau, die haben jetzt eh ihre Ressourcen da alle verteilt, so für die Reverie. Und also selbst, aber ich glaube, selbst wenn sie alle Leute bereit hätten dort, da würden sie trotzdem, sie hätten ihn gehen lassen, weil sie wissen ganz genau, auch was ist für eine tickende Zeitbombe, da ein Kaiser im Schloss, da oben bei der Stadt, bei Mary Jo, bei der heiligen Stadt, wo die ganzen Heiligen Tenryubito sind, der würde da alles vernichten, so. Also der. Ich weiß auch nicht, also, ey, was meinst du, wie der da hochgekommen ist? Meinst du, der ist gesprungen, geklettert mit einem Arm oder was glaubst du? Das ist echt krass, also auch. Also, geklettert mit einem Arm wäre echt badass, so, so weißt du. So mit dem Schwert rein ja oder? Wieder das, ja, ja. mit Schwung einmal hoch. Das ist richtig badass mit. Ja, ja, genau. Also, ich kann mir mal einfach vorstellen, wie ihn irgendjemand aus der Crew so mäßig wie Zorro das mit Pika gemacht hat auf Dressrosa, wo ihn der eine geschmissen hat, weißt du? Dass da auch einfach so, das Schiff von Shanks war und so ein Crewmitglied ihn einfach geschmissen hat. So ja, Mann. So ein, und einfach hochgeschmissen hat. Das wäre auch cool. Aber generell muss man einfach sagen, wie krass ist das bitte? Ich fände auch einfach so ein, ey, so einen Schwenker zu Shanks ist ja schon immer 10 von 10. Aber stell dir mal vor, es gibt einen Schwenker zu Shanks und dann so ein Shanks, der, ich sag jetzt einfach mein Charakter, das passt natürlich storymäßig nicht und wird auch nicht so passieren. Aber es geht nur um die Intensität der Geschichte, ja. Ein Schwenker zu Shanks, wo dann so ein Shanks auf einen Körper drauf sitzt und so das Schwert so auf dem Boden hat. So, weißt du, er sitzt so drauf, so klares Zeichen, er hat den Gegner komplett gefickt. So, kein Kratzer, sonst was. Und darunter ist dann einfach so Edward Weeble oder so, weißt du? Boah, wie geil wäre das? So alles geil. In Schutt und Asche, alles brennt. Und dann einfach so ein Shanks, der so auf so einen K.O. Edward Weeble oder auf so einen toten Edward Weeble so drauf sitzt und so ihn komplett dominiert hat. Ey, oh, das wäre so ein Moment, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was für Emotionen dadurch so durch den Körper schießen, ey. Das ist so geil. Ganz ehrlich, ich spüre. Deswegen habe ich es auch aufgeschrieben. Ich spüre auch irgendwie jetzt, dass der Schwenker vom zweiten zum dritten Akt von Wano, das wird ein Shanks-Schwenker. Ein Schenker. das wird ein Shanks-Schwenker. Ey, Leute, Podcast, ich muss das jetzt an der Stelle mal aufklären. Komplett off topic, aber ich muss es. 42. Minute, wer jetzt noch da ist, ist sowieso Ehrenmann. Komplett los. Ehrenmann. Für die Leute, die sich fragen, warum Jan auf den Kanal Theo Zeissapfen sagt, es ist gewollt, Freunde. Ich lese es immer in den Kommentaren, stimmt. Immer unter deinem Video, immer so, warum sagt er Zeissapfen? Weiß er nicht, dass es Eiszapfen heißt? Oh ey, Mann, und, Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Jan sagt es mit Absicht. Das machen wir immer so auf dem Teamspeak. Immer die Wörter umdrehen. Das muss ich mal gerade loswerden. Mit die ersten Buchstaben umdrehen, das ist so ein Insider irgendwie. Ist ja, das ja. So, einfach geil, Digga. Zeissapfen. Klingt aber auch wie so ein echtes Wort, das, ey.
Ja, es ist aber auch ultra lustig. Vor allen Dingen, du hast es am Anfang so ein Insider gemacht, da kamen schon so Kommentare, aber weil du es in den letzten Videos häufiger gemacht hast, direkt so 200 Leute, Leute, war ich der Einzige, der Zeugsapfen gehört hat? Als wäre das so ein Hamburger Ding, dass man das in Hamburg hier so ausspricht, Digga. Ist ja auch oft ja, so. Ja, ja, so. Ja, so komplett verloren. So, hey, sagt man das in Hamburg so? Dann googeln die das noch, ey. So. Ja, Leute, da haben wir die aufklärende Funktion. Genau, Aufklärung hier noch. Also, auf jeden Fall, nächster Podcast wird gestreamt. Das wird der Montag sein, also der darauf folgende Montag. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr scheint wieder zahlreich. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, irgendwie 400, 500 Zuschauer oder so, ne? Oder? Das war nicht mehr normal. Ich glaub, wir hatten sogar mehr als 500. Nee, das ist schon krass. Also das ist krass für den Kanal. 600 hatten wir, glaube ich. Das ist heftig. Deswegen, kommt wieder, Leute, und dann seid ihr verewigt mit eurer Frage. Und da werden wir ja über Gott und die Welt reden. Beziehungsweise wir suchen uns wieder ein Oberthema aus. Ihr werdet es dann sehen. Aber dann reden wir natürlich noch über, ja, über eure Fragen. Ihr könnt dann dran teilhaben. Und ich freue mich schon. Und ansonsten, ja, geht es für mich dann auch einen Tag später schon in Urlaub. Eine Woche lang. Schön auf Malle Eimer saufen. Nee, ganz entspannt, Leute. Aber ich bin dann, ja. Ansonsten hören wir uns am Montag, Leute. Ich bin jetzt erstmal raus. Die letzten Worte wieder für Myrolox. Ja, Freunde, 19. Ausgabe des Buddycast beendet. Für mich war der Podcast ja nicht so lohnenswert. 100 Euro Verlust gemacht. Was sagt man dazu? Ist halt scheiße gelaufen. So Revue passieren lassen, eine Stunde Podcast aufgenommen und wofür? Für 100 Euro Verlust. Tschitschingel. Geil. Naja, kann man nichts machen. Also die 19. Ausgabe des Podcast wird mit einem weinenden und einem lachenden Auge beendet. Schreibt mal, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Schreibt mal Hashtag Wettschulden sind Ehrenschulden in die Kommentare. Und mit diesen Worten beende ich die 19. Ausgabe des Podcasts. Wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Und vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Haut rein und ich sag ciao und tschüss.